einfach durch die Tür spazieren. Das nächste Crewmitglied ist zum Greifen nah, aber wir brauchen noch die schwarze Perle, die sich hier oben befindet. Ja, bis dahin ist der Weg eigentlich nicht mehr so weit, aber er ist noch gespickt mit einigen Gefahren. Gucken wir, dass wir die heute aus dem Weg geräumt kriegen. Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Shadow Gambit. Hier auf dem Kanal alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und ja, wir schauen mal, ob wir da die Kameraden hier noch wegbekommen. Darf ich davon ausgehen, dass die Mauern bei mir liegen? Ich da nicht. Nicht über den Tisch. Ich glaube auch, dass die abgedeckt sind, oder? Also außer. Können wir von was anderem reden? Die Gerechtigkeit ist hart. Schon irgendwelche Schwachstellen in der Barriere entdeckt? Wäre sie nicht durch Vorbereitung ist alles. Wäre es gewiss sehr spannend. So, wir können es mal probieren, einfach mal auf die ganz normale, einfache Art und Weise. Das Coole ist, der rennt ja direkt hin, der Toya. Theresa, bereit zum Dienst. Zu mir. Die Zukunft ruft. Hätte ich gar nicht erwartet. Deswegen funktioniert das auch so gut mit dem immer wieder. Immer wieder hier. Naja. Das Gerecht nimmt Form an. Schedulen. Das Herz ist durchbohrt. Gereicht beschleunigen. Ich dachte, beim Heben die Beine einsetzen. Darauf schießen. Hey! Ich bin mir nicht mal sicher, ob das etwas bewirken würde. Schwerer Kunde. So, nimmt doch so langsam Form an. Eine Erinnerung für die Magier. Kommen wir da hoch? Doch es scheint ein Zauber vorhanden zu sein, der andere von Seelenenergie erfüllte Wesen passieren lässt. Der Kampf darüber beginnt. Ich angle nach Schätzen. Vijoy Yecho. Fein gehackt und gewürfelt. Die Perle muss irgendwo da drin sein. Ich wusste, es wird so kommen. Sehe ich auch so. Zumindest ich kann sehen, wohin das oben auf den Leuchtturm kommen, solange wir ihn umstellen. Was Glitzerndes? Wird erledigt. Ja. Nee, da war nichts. Da war nichts, wirklich nicht. Irgendetwas, das sich zu melden lohnen würde? Ich habe mittlerweile 3 Spitzhacken verschlissen. Schon bald muss ich mir Nummer 4 holen. Das sind 2 Akolyten. Den könnten wir vielleicht dann. Die könnten wir runterlocken, eventuell. Eine treffliche Mischung aus Erinnerungen. Noch einmal. Den Pirat könnte also einfach zum Zuschlag spazieren. In wäre es, wenn ich nur den einen bekomme. Mit meinen Untersuchungen fortfahren. Nur einen Moment. Wer war das? Ach. Meid, schärfe meine Sie sind zu die Frevler durch alles beim Alten. Sie das klappt nicht, aus. Oder? Beim Heben die Beine das klappt. Das war mal wieder dreist. Darf ich davon ausgehen, dass die Mauern bald fallen werden? Nun, haben nein, nicht wirklich. Ist besser, die Seen als wollen. Sind aber recht robust. Was von Wert ist, gehört mir. Teresa. Schnell. Para servirle. Welch gräulich Ding macht in der Barriere entdeckt. Ein Anker im Meer. Dieser verderbten Macht wäre es gewiss sehr spannend. Mein Kürze. Mein Feind ist niedergestreckt. Schwerer Kunde. Die weiße Krähe ist bereit. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Das ist vielleicht ein Gedanke. So, jetzt haben wir erstmal jede Menge Angelaufgaben. Die Leiche muss weg. Kriege ich den Kopf vielleicht auch noch? Das geht ja wirklich. Wohl wäre es allerdings, wenn ich auch mal wieder einen Gegenstand auslösen könnte mit der Angel. Es ist nicht weise, mich warten zu lassen. Ich finde dich. Komm raus. Ein Prognostiker wartet auf niemanden. Das wird jetzt auf jeden Fall ziemlich fies. Ich sehe Buße. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Ein gutes weil wir da hinten noch die Geeinten haben und den Prognostiker dann. Ich kann nicht sehen. Was? Fort. Was sein muss, muss sein. Und es ist auch noch ein Kommissarius natürlich. Aber
einen guten Kopf in meiner Truhe. Doch es scheint ein Zauber vorhanden zu sein, der andere von vielen energieerfüllte Wesen passieren lässt. Vermaledeiten sind... Ich versuche es offenbar noch einmal. Kriege ich den... Werde ich dich finden. Die Geeinten und den Kommissarius gleichzeitig weg, ohne dass das der Prognostikar dann mitbekommt. Ja, fast schon Ding der Unmöglichkeit. Theresa, bereit zum Dienst. Oh, das ist die Gelegenheit. Ein Geschäft, das du dir merken solltest, Martin. Ich trotze. Knallharter Kunde, großes Ding. Ich kann das Gold schon riechen. Haken, Schnur und Senkblei. Manchmal braucht es auch ein bisschen Glück hier. Schöner Teil. So, heißt, wir müssten jetzt auf jeden Fall einen. Also gut, sie, die Theresa kann, glaube ich, hier stehen. Kann die dahinter schießen? Es funktioniert. Es ist angerechnet. So, Quentin könnte auch. Hierhin, das funktioniert. Das heißt, er mit der Angel. Den müssen wir noch irgendwie in einen anderen Busch da reinbekommen. Aber da haben wir ja zum Glück schon einen Shortcut dahin. Also abgemacht. Dachte ich mir. Machen wir einen Kompromiss. Dann machen wir das, wenn der Blick weg ist von dem Kommissarius. Jetzt da. Ui, okay, ich glaube Dingens hier, der Toya hat hier einen Moment gezögert. Deswegen hat es hier auch einen Moment gedauert. Und für mich war Gier mal ein Lach. Meine Kraft kehrt zurück. Das war schwer. So, und dann haben wir eigentlich freie Bahn, ne? Ich angle noch nach einer Erinnerung. Eine Abrede. Was soll das denn sein? War das mal so? Kannst du uns da vielleicht helfen, Marley? Mit Verlaub, Hüter des Lichts. Dies sind Zeiten gar mannigfaltiger Prüfungen, weshalb unsere nächste Destination höchst pressierlich ist. Deshalb erlauben wir uns untertänigst, dich nach der schwarzen Perle zu ersuchen, die sich in deinem Besitze befindet. Alles klar, das war jetzt ein Zeitraffer. Wir werden uns deiner Sache annehmen. Aha. Das ist die Perle. Ist noch nicht das Ende gewesen. Komme ich denn da jetzt wieder zurück? Wenigstens sind wir dann auch gleich am Ausgang, wenn es das ist. Komme ich da jetzt wieder zurück oder muss ich da... Könnte es sein, dass das hinhaut? Der Kampf. Beginnt. Die weiße Krähe ist bereit. Das Urteil ist nah. Wir müssen auf jeden Fall da unten durch, oder? Oder gibt es da hinten? Ach, da hinten gab es eine Leiter. Sehr schön. Ändere meine Position. Sprich, sonst wird dich die Flamme der Maid verzehren. Durch die Flamme. Da haben wir instinktiv wirklich den richtigen Weg genommen hier. Ich kann sehen, wohin das führt. Gibt's einen Schatz? Ein Keckern und ein Pickeriki. Wer hat? Wer hat? Was? Es hat keinen Sinn, noch Widerstand zu leisten. Bald schon ist dein Wille geboren. Das Feuer verzehrt sich nach uns. Unser Ziel ist klar. Wird erledigt.
Das war nicht gut. Oh, hab ich. Bitte, bitte, bitte. Ja, hab ich. Die Zukunft ruft. Komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal, lässt sich der da oben vielleicht irgendwie weglocken? Ein Schatz an Erinnerung. Goldene Gelegenheit. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Ist es Zeit? Es hat keinen Sinn, noch Widerstand zu leisten. Mein Blick reicht weit. Ein Bolzen, ein Leben. Vibrationen stören mich. Okay, der macht auf jeden Fall natürlich Alarm dann. Meine Komböse ist das Schlachtfeld. Schwierige Nummer. Tomonika, es hat keinen Sinn, noch Widerstand zu leisten. Was wird's? Ich komme wieder. Dein Wille gebrochen. Ein bekanntes Lied. Jedem, was er Niemand verdient. Nimmt mir, was mir gehört. Schauen wir mal, also vielleicht kriegen wir den auch runtergepult. Ein Schatz an Erinnerung. Ist keine Niederlage. Der Kampf beginnt. Das habe ich gehört, du Schuft. Das Gericht. Form an. Nein. Okay, die Idee war gut. Die Idee ist sehr gut. Wer hat? Wer hat? Was? Na, wieso? Wieso denn habe ich denn jetzt diesen hier? Ich bin allzeit bereit. Ein Hinterhalt in der Mache. Guter Geschmack. Mal die mal so ein bisschen ins Eck hier. Der muss natürlich wieder nach oben. Du hängst da rum, als hättest du nichts zu verbergen. Schnell. Bereite die Zutaten vor. Och nein, natürlich, den darf ich ja nicht pullen. Jetzt werde ich hier wieder ein bisschen. Wer hat? Wer hat? Was? Die weiße Krähe ist bereit. Ich trage einen Hinterhalt in der Mache. Sehr traditionell. Ich bin bei meinem gebenedeiten Werk. Du hängst da rum, als hättest du nichts zu verbergen. Ein gutes Entree? Tod von allen schwerer. Weg bisher. Kann ich nicht. Ja, natürlich kannst du das. Hier, runter damit. Eine treffliche Mischung aus Erinnerungen. Das Gericht nimmt Form an. Noch einmal. Ich weiß, dass du den Schlüssel zum Leuchtturm hast. Bei Verstand. Krieg, Cuervos. Der Tod ist keine Niederlage. Einarmige Dämonen. Wieder in die Bresche. Hallo, schieß doch. Schieß doch. Der beste Teil von mir. Irgendwie war das jetzt dezent wieder etwas improvisiert. Die Aufgabe ist erledigt. Ich folge dem Plan. Bist du sicher, dass diese Luke überhaupt irgendwo hinführt? Was, eine Luke? Oh, da ist eine Luke. Oh je. Aber wie lange geht denn die Mission? Ich dachte jetzt, wir sind fertig. Unsere Strategie zahlt sich aus. Das ist keine normale Luke sein. Diamant? Rubine, Smaragde! Ich kann dir helfen, wenn du. Eine Erinnerung gefangen. Ach, guck mal, wir sind hier oben auf dem Ein Angebot, das Leuchtturm. Kamera, dankeschön. Wir haben das erreicht, was wir wollten. Verschwinden wir von hier, bevor die Inquisition uns mit noch mehr Überraschungen kommt. Dann wieder aus der Luke raus, ja. Fein gehackt und die Zukunft also abgemacht. Ruft. Meine Komböse ist das Schlachtfeld. Aber schöne Idee. Wer bezahlt mich jetzt für den ganzen Ärger? Würze des Lebens? Was ist das? Achso, mit Olbers. Alles erledigt, angekommen. Leuchtturm erreicht. Ja. Überquere keine Brücken.
Einen ausgelösten Alarm hatten wir dabei. Muss ich gerade überlegen, war das der, wo wir ja ganz am Anfang mit Quentin... Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen eine Fail-Nummer, oder? Ich weiß nicht mal, was genau da jetzt war. So, wir können wieder ein Crewmitglied beleben. Und... ich hätte Bock auf den Kollegen da hinten hier. Was konnte der noch gleich? Ach ja, der konnte Leute übernehmen, ne? Ja, Leute und dann mit der Münze irgendwas tun. Wir beleben wieder, wir werden sowieso wahrscheinlich gleich die Tutorial-Levels spielen dürfen. Schicke Frisur. Funktioniert wahrscheinlich auch als Feuerzeug. Ist das hell hier? Meine Damen, bitte seid doch so gut und löscht diese Kerzen, ja? Kerzen? Sie meinen die Sonne? Schon im Augenblick meiner Wiederbelebung sah ich mich mit einem recht schlichten Individuum konfrontiert, das der Auffassung war, man könne das Licht der Sonne löschen. Das sind gewiss Ihre berühmten Memoiren, die Sie da schreiben, Pinkes von Presswald, Quartiermeister dieser verfluchten Reise. Ah, dann kennt sie sich doch ein wenig aus. Wer ist sie dann, wenn keine sträflich nachlässige Dienstmagd? Ephia Manicato, Navigatorin und Beraterin bei dieser so ereignisreichen Schatzsuche. Eine Navigatorin, wie? Mir war gar nicht bekannt, dass wir eine brauchen. Bis heute weiß ich nicht so recht, was Sie uns eigentlich bringen sollen, Quartiermeister. Möchten Sie uns vielleicht eine Kostprobe auf dem Trainingsdeck geben? Ich werde gewiss niemanden um eine Demonstration meiner Brillanz prellen. Der ist mir jetzt schon wieder sympathisch. So, mal sehen, was wir mit dem jetzt so alles anstellen dürfen und können. Der hat auch 3 Missionen. So richtig, das ist Qualt. Einladung Pinkus. Pinkus zieht es vor, andere die Arbeit für sich erledigen zu lassen. Deswegen übernimmt er so gerne andere, menschliche Wesen mit seinem Seelenstöbern. Solange er einen anderen Körper in seiner Gewalt hat, bleibt er verborgen, wodurch er leicht an schwer bewachte Ordner gelangen kann. Einladung Seelenstöbern. Pinkus kann die Seele eines Gegners in Besitz nehmen. Er versetzt sich in dessen Körper und kann sich so innerhalb eines begrenzten Radius unbemerkt durch feindliches Gebiet bewegen. Ach so, das ist aber schon wieder begrenzt. Also so komplett über die Insel laufen, wäre ja schon, wäre fies, ne? Mag sein, dass wir hierher zurückkehren müssen. Kontrolle über Gegner übernehmen. Wähle eine Skill Seelenstöbern und greife die Wache vor dir an. Danach bekommt Pinkus neue Skills. Ich werde den letzten Atemzug. Oh, gut. Da ist ein ansehnliches Buffet für mich bereit. Kosten wir doch mal von diesen imaginierten Seelen. Ah, der hat die Geisha-Fähigkeit. Mit dem Dialogenzeugs Konversation machen gepflegt. Konversation machen gepflegt. Eine Wache ansprechen und dadurch ablenken. Wachen höheren Ranges lassen sich allerdings nicht lange ablenken. Pinkus kann ohne sein Upgrade nicht die Kontrolle über stärkere Gegner übernehmen. Doch solange er sich in jemand anderem verbirgt, kommt er sogar an stärkere Gegner wie Prognostikern vorbei. Ja, man merkt's. Das heißt, das Upgrade von ihm wird eigentlich auch schon wieder so ein Must-Have sein. Seelenstöbern Kette. Hat Pinkus die Kontrolle über jemanden übernommen, ist sein Bewegungsradius begrenzt. Doch du kannst Seelenstöbern erneut bei einem anderen Ziel einsetzen, um Pinkus den Körper wechseln zu lassen. So wird sein Bewegungsradius an seiner aktuellen Position wieder zurückgesetzt. Beachte, dass andere Wachen dies als feindseligen Akt betrachten und Alarm schlagen, wenn sie dich dabei erwischen. Aha. Das heißt, man sollte das eher von hinten machen, ja? Pinkus kommt also gerne von hinten. Und da steht auch noch schon die nächste Wache für uns bereit, die ebenfalls mit dem Rücken zu uns, ja,
abgelehnt ist. Wachen ablenken. Mit Hilfe des Skills Konversation kann Pingos andere Wachen ansprechen und vorübergehend ablenken. Dieser Skill ist nur verfügbar, wenn Pingos bereits eine Wache kontrolliert. Will jemand? Ich glaube, ich habe mich der Flamme zu sehr ausgesetzt. Wie lautet in einem solchen Fall der Ratschluss der Maid? Achso, wir sollten die natürlich auch wieder übernehmen. Und die Alte ist sogar gefesselt. Oh, der ist ja richtig mächtig. Eingeschränkte Bewegung. Pingos kann sich nur eingeschränkt bewegen, wenn er jemanden kontrolliert, und er kann weder hocken noch springen. Zum Fortfahren muss Pingos den Körper mit Hilfe von Seele verlassen wieder freigeben. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass sie dann ja gefesselt ist. Adel verpflichtet. Deine Erinnerungen, also auch noch ein Fesselkünstler ist er ebenfalls. Vermutlich eine schlechte Wahl. Ein Weg zurück. Gut. In der Aktion mit Objekten. Wenn er eine Wache in seiner Gewalt hat, kann Pingos immer noch mit Objekten interagieren. Nutze das zu deinem Vorteil und lasse Pingos die Kanone abfeuern. Vergiss nicht, dass manche Aktionen trotz seiner Tarnung andere Wachen verdächtig erscheinen könnten. Stöbern wir mal in einigen Seelen. Ich muss schon sagen, Marley, diese Interpretation der Seelen von Eiferern ist eher fad. Ich werde Ihre Rückmeldung berücksichtigen, Quartiermeister. Ist das... Wunderschön. Da hinten ist dann quasi wieder Ende im Gelände. Aber das ist ja alles nicht so dramatisch. Denn... Der steht ja auch wieder mit dem Rücken zu uns. Ich schätze das Aroma. Ich brauche eine neue Umgebung. Kontrollfestballarm. Wenn Pingos eine Wache in seiner Gewalt hat und Alarm wird ausgelöst, verliert er vorübergehend die Kontrolle über jene Wache. Du kannst warten, bis der Alarm wieder beendet wird, oder die Seele verlassen und Pingos den Körper sofort freigeben lassen. Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Ach, hey. Jetzt müssen wir einfach abwarten. Oder wir können ihn freigeben. Guter Tobak. Und dann ist er halt einfach gefesselt wieder. Schlüssel sollten wir ja haben. Ich brauche eh einen neuen Rock. Und dann bleibt uns noch die Münze, bevor wir dann den Challenge Room machen dürfen. Allein das Seelenstöbern ist ja schon so brutal stark. Einladung Münze. Du kannst eine Münze werfen, um Wachen für kurze Zeit abzulenken. Wachen, welche die Münze fallen hören, drehen sich um und sehen dorthin, woher das Geräusch kam. Ja, also einmal mehr so ein Ablenkungszauber. Was würden wir nur ohne dich machen, Marley? Das wäre keine Herausforderung. Wähle den Skill Münze und ziele auf eine Stelle hinter der Wache, damit sie sich umdreht. Ja, und dann können wir natürlich die auch gleich übernehmen. Eine einzige Münze würde keinen Edelmann aus seinem Herrensitz locken. Doch die Eiferer hingegen... Marley, wie sie leibt und lebt. Was? Inquisitionsstahl. Ja, Moment mal. Ich kann den doch eigentlich da oben lassen. Wieso sollte ich den mitnehmen? Da steht ja sowieso schon die nächste Wache wieder. Tot und eingeprägt. Die Frage ist nur, soll ich den töten?
wie Sie wünschen. Ich kann ihn gar nicht töten. Aber... Ändern wir unsere Sichtweise. Ein geisterhaftes Vergnügen. Vielleicht hätte ich da jetzt auch durchgehen sollen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem dann nochmal die Dings jetzt hier wieder einnehmen kann. Und entfesseln. Pingus kann seine Skillmünze auch einsetzen, wenn er bereits eine Wache kontrolliert. Tausche einfach den Skill Konversation aus und verwende den Skill Münze, um die Gruppe von Wachen abzulenken. Als würde man einen. Nein! Natürlich geht das nicht. Ich schätze das Aroma. Eimer voller Dukaten. Die Seele eines anderen Koss. Naja, es gibt ja auch andere Wege nach Rom. Diese Münzen sollten lieber nicht aus unserer Schatzkammer stammen, Quartiermeister. Nun, die Verwaltung unserer Finanzen ist eine meiner zahlreichen Pflichten. Keine Sorge, der Großteil meiner Ausgaben... Ups. Das war... Nun, dann halt noch ein Versuch. Adel verpflichtet. Das war nicht so wie gedacht. Meine Taschen haben keinen Boden. Ein seltsames Geräusch. Vermutlich eine schlechte Wahl. Beim Tutorial gescheitert. Das ist ja mal der Hammer. Diese Münzen sollten lieber nicht aus unserer Schatzkammer stammen, Quartiermeister. Nun, die Verwaltung unserer Finanzen ist eine meiner zahlreichen Pflichten. Keine Sorge. Der Großteil meiner Ausgaben ist vollkommen legaler Natur. Wie Sie wünschen. So, jetzt haben wir noch den Herausforderungsraum. Aber ich würde sagen, den verlegen wir aufs nächste Mal. Der wird sicherlich etwas länger als noch ein paar Minuten dauern. Und dann sehen wir uns wieder. Dann geht's mit Pingus erstmal in seine Herausforderung. Danach wieder auf Deck und dann wird auch sicherlich bald die nächste neue Mission anstehen. Bis dahin seid ihr mir hoffentlich auch weiterhin gewogen. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.